So, da sind wir wieder im Sumpf. Wir sind ja gerade im Haus von dem alten Mann. Und hier gibt es nichts. Das scheint eine Badewanne zu sein, ein Ofen, das ist ein Mörser. Ein Mörser mit Stößel. Hm, ziemlich praktisch. Mörser und Stößel. Was ist das daneben? Ah, man weiß schließlich nie, wann man einen feuergehärteten spitzen Stock gebrauchen kann. Aha. Ein solides Stück leicht angekohltem Holz. Okay, das ist hervorragend. Was sollen wir damit jetzt machen? Tja, Freunde, wir haben... Wenn wir dem alten Mann vielleicht die Kopfhörer aufsetzen, dass der nichts hört, wenn wir... Nein. Nein, das bringt nichts. Ich hatte gedacht, dass wir ihm die aufsetzen, wenn wir hier nichts hören. Oder wenn wir da dran gehen. Naja, okay. Was ist hier drüben? Ach ja, den Baum, den hatten wir ja noch. Sumpf so nicht sein! Sumpf sei netter Ort für Besuche mit ganzes... Hey! Bei allem nötigen Respekt... Hey! Aufwachen! Ach, der schläft wohl tief und fest. Ah! Moment mal, aber wir haben doch jetzt ein Behältnis. Können wir vielleicht... Sumpfling nicht geisteskrank! Sumpfling vernünftiger sein als Politiker während Wahlkampf! Ich nur hier sein, um darauf zu achten, dass niemand dem Sumpf Böses tun. Ich habe ihn doch bereits versichert, dass alle hier geplanten Häuser sich perfekt in die natürliche Umgebung anderer Häuser einfügen werden. Naja, wer es glaubt, ne? Ach, wo ist jetzt dieser Mörsermann? Ich sehe nicht, was das bewirken soll. Gut, das, tja, ich hätte gedacht, dass wir da irgendwas dann vielleicht aufsammeln können, aber falsch gedacht. Das ist keine Pflanze. Ja, das weiß ich doch selber. Das. Okay, wieso hat er das jetzt getan? Ein Holzstab mit Teer am anderen Ende. Wieso hat er... Moment, vielleicht wenn wir... Verstehe. Ich wollte doch sagen, mit dem Teer müssen wir doch irgendwas anfangen können. Können wir vielleicht jetzt den Baum da fällen? Ja, können wir! Kinder, macht das bitte nicht nach. Au, autsch! Warum hast du das gemacht? Aus Boshaftigkeit? Du hast meine Rinde ruiniert. Ich habe Jahre gebraucht, um diese Rinde wachsen zu lassen. Und dann kommst du daher und ruinierst sie. Tut mir leid. Tut's dir nicht. Das tut's niemanden. Alle denken, nur weil ich ein Baum bin, hätte ich keine Gefühle. Betrachten wir es doch einfach als Versehen, ja? Du schlägst mich ganz aus Versehen mit einer Axt. Dann möchte ich lieber niemals erleben, was du absichtlich tust. Nun mach dir doch nicht gleich in die Wurzeln. Das wächst bestimmt wieder nach. Du weißt wohl nicht viel über Bäume, oder? Eine Tatsache, auf die ich stolz bin. Ich bin auf Lebzeiten verunstaltet. Du hast mich hässlich gemacht. Fürchterlich, abstoßend und hässlich. Oh nee. Ein Psychobaum. Hätte niemals gedacht, dass Bäume so eitel sein können. Das ist wieder mal typisch menschlich. Wenn ihr mich schneidet, fließt dann nicht mein Saft. Wer hätte das gedacht? Ein melodramatischer Baum. Oh, dieser Schmerz. Der umfassende Schmerz. Ich bin so hässlich. So abschreckend und grotesk. Aha. Auch wenn die Frage wahrscheinlich blöd ist, wie kommt's, dass du sprechen kannst? Ich habe mich gelangweilt. Sollte das ein Witz sein? Nö. Ich stand einfach hier rum und kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten.
Photosynthese war das Einzige, worüber ich mir Sorgen machen brauchte. Und über die Holzwürmer natürlich. Und nach einigen tausend Jahren wollte ich dann mal eben etwas anderes machen. Und so beschloss ich, Poet zu werden. Und so hast du dir einfach ein orales Kommunikationssystem wachsen lassen? Es hat zwar ein paar hundert Jahre gedauert, aber ich hab's geschafft. Willst du eins meiner Gedichte hören? Es heißt, die Wurzeln meiner Probleme. Lieber nicht. Die Wurzel meiner Probleme will ich dir gern erklären. Wo finde ich genügend Wasser, um mich zu ernähren? Das ist ja grauenvoll. Ich kann auch mehr. Viel, viel mehr. Gib dir keine Mühe, ehrlich. Wenigstens habe ich jetzt ein neues Thema. Das meiner üblen Verunstaltung. Vielleicht erblühen daraus ja einige Sonette. Oh, welch ein Albtraum, denn ich bin ein Baum. Ich bin so hässlich, so unvergesslich hässlich. Gen. Komm schon, du bist einer der attraktivsten Bäume, die ich je gesehen habe. Wirklich? Meinst du das ernst? Klar doch. Nette Zweige, gesunde Blätter, toller Stamm. Sieht man mal von diesem abscheulichen Loch ab. Oh, oh, nur Spott ist's, was ich von dir kriege. Von dannen zieh, damit ungestört in Trauer ich mich wiege. Was immer du sagst. Du nicht versuchen, Sumpfling zu... Wie geht's, wie steht's? Glaubst du, ich bin fett? Was? Glaubst du, ich bin fett? Du bist doch nur ein verdammter Baum. Du hältst mich wohl für fett, oder? Deswegen weichst du auch der Frage aus. Das ist mal wieder so typisch. Hä? Warum fällst du mich nicht einfach? Ja, fälle mich auf der Stelle. Ich habe den Tod verdient. Ich bin so schrecklich anzuschauen, dass es besser wäre, nichts weiter zu sein als brennende Scheite in einem Feuer oder wenigstens ein hübsch verziertes Vogelhäuschen. Ach, vergiss es. Ich gehe. Genau. Geh. Einfach fort. Ich folge dir eh an keinen anderen Ort. Jetzt reiß dich aber mal zusammen. Können wir den jetzt fällen oder nicht? Nicht nachmachen, Kinder. Warte, was machst du da? Ich erlöse dich von deinem Elend. Au, oh, hab Erbarmen. Ich will leben. Bitte, bitte, verschone mich. Ich muss mich um 100 Schößlinge kümmern. Ach, verdammt. Damm mich. Ich kann's nicht. Ich kann nicht etwas fällen, das mich anfleht, es nicht zu tun. Verflucht sei derjenige, der mich mit einem Gewissen ausgestattet hat. Ich sehe, dass Sie ein schlauer Mensch sind, Herr Sumpfe. Na, das Ding muss doch gefällt. Warte, was machst du da? Ich erlöse dich von deinem Elend. Okay. Geht nicht. Bitte, fälle. Mann, dieser Baum weckt wirklich Schuldgefühle in mir. Mensch! Sumpfling! Tja, Freunde. Sumpfling ist Sumpfling und darum werden auch genannt Sumpfling. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber Sie werden sicherlich sehen, dass dieses Angebot hier den Wert dieses armseligen, schmutzigen Stückchens Land, das Sie Ihr Zuhause nennen, bei weitem übersteigt. Ah, Simon. Tja. Wat nü? Wir haben da alles gemacht, da kommen wir nicht drauf. Hier hinten kommen wir nicht weiter. Ach, guck mal da. Hä, da war doch gerade ein Loch. Okay, jetzt ist da kein Loch mehr. Natürlich. Da drüben kommen wir nicht weiter. Da hinten ist die Pflanze. Also muss es irgendwas mit diesem Level, mit dem Bild da hinten zu tun. Da hinten ist die Prinzessin gewesen, die jetzt da auch nicht mehr ist. Auf der anderen Seite ist der Treibsand und der Baum. Das kann eigentlich nur noch was mit dem Felsen zu tun haben und dieser komischen Vogeltränke da. Was ist das hier? Da kommen wir... Oh.
Gut, da kommen wir nicht weiter. Okay. Hiermit? Auch nicht. Können wir vielleicht noch irgendwas mit dem Teer benutzen? Ich probiere das jetzt einfach mal durch. Ich sehe nicht, was das bewirken soll. Nein, das nicht. Ich probiere einfach alles durch. Entenfedern, geschmolzene Lava, Staub, Insekten? Es gibt nichts, was dieses Ding Nein. nicht aufsaugen kann. Ach, scheiße. Hoffentlich pennt das Vieh. Scheint zu schlafen. Sehr gut. Nein, das nicht. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Ich habe sie entweiht, indem ich sie mit klebrigem Sumpfteer gefüllt habe. Okay. Moment. Wir haben... Da fällt mir jetzt was ein. Kennt ihr mein Let's Play Zack McCracken? Oder Zack McCracken, wie ich es immer betone. Da haben wir in Peru, wo wir uns mit dem Vogel und dem blauen Kristall in einen Vogel teleportiert haben, mussten wir auch an genau so einer Futterstelle, Vogeltrog, Tränke, wie auch immer, keine Ahnung, einen Vogel anlocken. Genau. Jetzt habe ich es mir wohl auch noch mit den Tierschützern versaut. Und wenn wir jetzt... Bei Zack McCracken mussten wir Brotkrumen dahin tun. Da mussten wir extra ein altes Baguette uns vom Bäcker holen. Das mit einem Zerhacker klein machen. Und jetzt die... Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt kommt er nämlich... Ich hoffe nur, dass dies nicht zu übermäßig vielen Nachahmungen führt. Es ist ein Vogeltisch. Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, wofür ich diesen Vogel gebrauchen kann. Da zahlt es sich wirklich aus, wenn man so viele Adventures schon gespielt hat. Das ist wirklich wahr. So, wo ich am Anfang angefangen habe mit meinem Let's Play, da war ich wirklich sehr aufgeschmissen, wenn es dann halt um so ein Rätsel ging. Aber je mehr Adventures man macht, desto mehr irgendwie bekommt man die Zusammenhänge, man erinnert sich an andere Spiele und das muss jetzt eigentlich funktionieren, wenn wir... Ja! Oh, ups. So, komm, weiter. Mahlzeit. Warum läuft der nicht? Ah, er läuft nicht. Er läuft nicht, Freunde. Wo kommen wir hier hin? Wenn das jetzt hier umsonst war, dann fresse ich einen Besen. Es war umsonst. Nein, wir können hier ins... Doch nicht. Es war umsonst. Freunde, es war umsonst. Das darf doch nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Was war das? Hat er die Pflanze nach uns geschnappt? Wieso kann ich mich jetzt hier nicht mehr aufrichten? Hallo, aufrichten, Zeim. Okay, wir können uns nur im Wasser aufrichten. Toll. Es war völlig umsonst. Ganz toll. Aber da ist doch was, oder? Da, oder ist das wieder ein Grafikfehler? Da ist doch was. Ah, ist das nicht wieder herrlich, Freunde? Ist das nicht wieder herrlich hier? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, frisst die Pflanze mich. Wieso taumelt die? Was soll das denn? Was ist denn das schon wieder? Oder hätte ich da innen drin entlang gehen müssen?
war das ein Fehler hier außen. Aber innen drin habe ich das Symbol von der Pflanze nicht bekommen. Ja. Wegen solcher Sachen, Freunde, hasse ich an manchen Stellen dieses Spiel echt. Ja. Die Zeit ist aber erreicht. Ich werde mich hier mal umschauen, dann sehen wir uns mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18er Tür.